Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und ja, ihr seht es schon, ne? Ich muss auch ein, zwei Sachen sagen. Und zwar, nachdem jetzt tatsächlich Resident Evil ja, vorbeigegangen ist und viele Leute schon angefragt haben, ob ich nicht endlich Empire Earth zu Ende spielen kann, ist es jetzt hier soweit, tatsächlich. Ja, aus zwei Gründen. Beziehungsweise zwei Beweggründe. Erstens natürlich, es ist nur noch eine Mission. Ganz klar. Und zweitens ist, der Grund für meine Pause war ja der Ukraine-Krieg. Da sich jetzt abzeichnet, dass diese Geschichte tatsächlich länger gehen wird. Und diese letzte Mission ja in der Regel nichts damit zu tun hat. Ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen, drücken wir mal ein Auge zu, was das angeht, und ich bringe dieses Projekt jetzt zum Abschluss, damit wir hier tatsächlich dann danach irgendwann mal an, ja, was soll ich sagen, mache ich das jetzt hier im Anschluss, Warzone 2100, bin ich mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die Pause ist vorbei, Empire Earth ist wieder da, wir spielen die letzte Mission der Asien-Kampagne und genau. Dann würde ich vorschlagen, Freunde, Schwierigkeitsgrad Mittel, wie immer. Und wir haben diese Mission Zukünftiges. Ja, da steige ich jetzt natürlich in der schwersten aller Missionen ein. Aber okay, ist halt meine Schuld. Okay, Freunde, dann schauen wir uns das mal an. Das unheilverkündende Grollen aus der Regierung der USCN geht auch heute weiter, da Präsident Allison Hardcastle keinen Zweifel daran lässt, dass die Erde die neu organisierte Mars-Allianz nicht anerkennen wird. Khan Sundo, der Premierminister der Interimsregierung für die Allianz, fürchtete, dass die Erde die Allianz nicht ernst nehme und meinte, dass eine militärische Lösung des Problems beide Seiten teuer zu stehen kommen würde. Die Frage, ob er eine Militäraktion gegen die Holdings der USCN auf dem Mond in Betracht ziehen würde, wollte der Premierminister nicht kommentieren. Sundo sprach außerdem über die feste Geschlossenheit unter den Mitgliedern der Mars-Allianz. Private Beobachter haben allerdings bemerkt, dass sich sowohl Sprecher von Baker's Ridge, der nordamerikanischen Siedlung, als auch von Port Chernobyl, der russischen Gruppierung, über die Aussichten einer panmarsianischen Allianz öffentlich eher gedämpft gezeigt und in privatem Rahmen ihrer Sorge in Hinblick auf militärische Manöver in der Nähe ihrer Stützpunkte Ausdruck verliehen haben. Vereinzelt wurden Berichte über militärische Gefechte im Süden und im Westen der VFR-Basis gemeldet, die bis zum derzeitigen Zeitpunkt aber unbestätigt blieben. Ah ja, Freunde. Okay, alles klar. Bezwingen oder unterwerfen Sie die beiden weiteren Siedlungen auf dem Mars. Also hier vorne ist der Mars. Hier oben ist die Erde. Und genau, und ich denke mal, wir spielen hier unten. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal komplett mal wieder reinkommen. Wir waren in der letzten Folge, waren wir ja auf dem Mars angekommen, nee, beziehungsweise haben da für Ruhe gesorgt, ne, indem wir den Mars komplett eingenommen haben. Und jetzt geht's halt gegen die Erde, so ungefähr. Und ja, Khan Sundo darf nicht getötet werden und generell Bhutha darf nicht getötet werden. Ja, Halleluja. Guck mal, die Karte, hier sind zwei Monde. Das sieht so aus wie Phobos hier unten. Und das hier oben ist der Erdenmond. Ja, schauen wir uns das mal an. Also Weltraumzeitalter jetzt tatsächlich im offenen Weltraum. Ja, das kann spannend werden. Das wird jetzt echt spannend, weil ich glaube, da gibt es auch einige Gebäude jetzt, die ich selber noch nie gebraucht habe. Ne, von daher, ja, wie gesagt, schauen wir uns das einfach mal an. Der folgende Ausschnitt ist der Rede des Präsidenten der USCN, Allison Hardcastle, vor den Vereinten Nationen entnommen, in der er die Einstellung der USCN im Hinblick auf den Marsaufstand mehr als deutlich zum Ausdruck bringt. Sehr verehrte Mitglieder des Rats, liebe Miterdlinge, wir stehen einer bislang in unserer Geschichte unbekannten Krise gegenüber, einem von einer anderen Welt ausgehenden Angriff. Und obwohl es zutreffen mag, dass es sich bei dieser anderen Welt um eine Welt handelt, die wir hier von der Erde aus gegründet, kolonisiert und besiedelt haben, kann andere.
ihrerseits kein Zweifel daran bestehen, dass diese Welt mittlerweile unser Feind ist. Wir können es uns nicht leisten, diese Situation auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn wir nicht unverzüglich Maßnahmen ergreifen, werden uns sowohl unsere wirtschaftlichen als auch unsere politischen Interessen irgendwann dazu zwingen, wenn wir nicht so gut vorbereitet sind. Jetzt ist die Zeit, diese Angelegenheit zu einem Ende zu bringen. Wir können es uns nicht länger leisten, untätig herumzustehen. Alles klar. 6 Stunden später wurde der folgende kodierte USCN-Funkspruch von Spionagesatelliten abgefangen, die unter der Kontrolle des Mars stehen. Aua, das tat weh in den Ohren. Aber ja, Zeichen stehen auf Krieg. Flotte der Mars-Allianz in der Nähe des Monds. Flotte weiter zum Kampfgebiet bei Harpers Nebulae vorrücken. Auf Feindberührung vorbereiten. Laser- und Raketenbatterien bereit. Ionenkanonen bereit. Jägergeschwader in Verteidigungsformation. Befehl erhalten. Flotte rückt weiter auf Harpers Nebulae vor, wird den Kampf gegen alle feindlichen Einheiten eröffnen. Keilformation. Bringt eure Vögel um auf Kurs 3,45. Bringt sie tief und schnell rein. Wir müssen dieses Weltraumdock ausräuchern. Bring deine Schüssel gefälligst in ordentliche Formation. Du fliegst wie eine flügelarme Ente. Gut, ich versuch's ja, Lieutenant. Das hier ist schließlich nicht mein normaler Vogel. Dieses Schrotting reagiert so schnell wie eine Schlaftablette auf Valium. Alles klar. Delta Kilo 9, Delta Kilo 9. Flotte ist auf Position und wartet auf endgültige Befehle. Okay, zum Angriff. Leute, wollen das mal nach dem Handbuch erledigen. Alle schön dicht formieren. Bisschen Star Wars-Style hier. Geil, Freunde. USCN Raumdock Tranquility Base. Star Wars! Das ist geil gemacht. Ja, hei, hei, hei. Weltraumdock im Visier. Angriff beginnt. Ich genieße das gerade. Es ist eine sehr schöne Cutscene. Yippie! Sieht echt aus wie bei Star Wars. Feind auf 12 Uhr. Ganz ruhig, Leute. Shit. Holy shit, das geht ganz schön ab. Ein kostspieliges Opfer, aber jetzt ist der Weg zum Mond frei. Wir müssen rasch eine weitere Flotte aufbauen und sie zum Mond schicken, da wir den Mond als Vorposten für eine Operationsbasis brauchen. Außerdem sollten wir versuchen, den kleinen Marsmond Phobos als Startplatz für unsere Jäger und Bomber zu sichern. Wir müssen uns auch auf Übergriffe durch feindliche Einheiten vorbereiten, Okan. Port Tschernobyl im Süden und Baker's Ridge im Westen bewachen beide wertvolle Ressourcen. Vielleicht können wir sie dazu überreden, sich unserem glorreichen Kampf gegen unsere Unterdrücker anzuschließen. Und wenn uns das nicht gelingt? Dann müssen wir wohl zu anderen Mitteln greifen. Der Spruch, sie dazu zwingen. Ja, typisch im Sinne eines Diktators, ne? Aber ja, Freunde, hier sind wir. Und ja, wir haben jetzt hier tatsächlich die letzte Mission vom Empire Earth.
Zerstören Sie Baker's Ridge um Fort Chernobyl oder greifen Sie deren Kapitole mit der Logikbombe eines Cyborg-Ninjas an, um die Städte zur Kooperation zu zwingen. Okay, es geht hier um die Fort Chernobyl und die hier. Genau. Okay, die müssen wir erobern. Also ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit. Tatsächlich. Ach, was ich noch sagen wollte. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Da diese Cutscene jetzt tatsächlich 8 Minuten lang ging, würde ich tatsächlich sagen, dass wir... Ja, wie soll ich das sagen? Dass wir diese Folge tatsächlich jetzt doch am Montag, weil Montag ist ja Feiertag. Ne? Und ich wollte eigentlich am Feiertag nichts aufnehmen. Aber wie gesagt, da wir da... Oh, wir haben alles, Roboter. Ja, nice, nice, nice. Ich wollte eigentlich nichts tatsächlich aufnehmen am Montag, aber wie gesagt, da jetzt diese letzte Mission von Empire Earth ansteht, würde ich sagen, machen wir das einfach. So, gut. Das heißt, wir bauen uns Bürger, beziehungsweise Ares-Roboter. Ja, wobei, das ist ganz schön übel hier. Wo kriegen wir Nahrung her? Wartet mal. Wo kriegen wir Nahrung her? Ah, genau. Ah, ach, okay. Was ist das denn? Weltraumgeschützturm. Ja, hoi, hoi, hoi. Das ist ja schon ordentlich. Genau, wir können doch hier ein Silo bauen. Kohlenstoff brauchen wir dafür. Wartet mal. Wir haben jetzt die 5 und dann machen wir hier... Ach, guck mal, wir können ja auch diese Bergbaueinheit bauen. Dünenpatrouille. Skywatcher. Das sind quasi unsere einzigen Panzer, oh mein Gott. Was sind das hier? Raketensoldaten. Auch Lufteinheiten, glaube ich. Sehr interessant, auf jeden Fall. Gut, dann bau bitte noch einen, weil wir brauchen dann tatsächlich eine Nahrungsquelle. Die Cutscene eben, die war doch legendär, oder? Hier mit der Star Wars Schlacht hier unten. So wie ich mir gedacht hatte, auf dem Erdenmond. Und hier unten ist dann Phobos. Okay, hier unten ist dann tatsächlich Phobos, ja. Jawohl, Freunde. Ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Bei Empire Earth. Und ja, wie es hier weitergeht letztendlich jetzt mit der allerletzten... Ja, Mission. Oh Gott, und wie kriegen wir das denn jetzt hin, hier, dass die da durchlaufen können? So einfach. So, genau. Der allerletzten Mission. Und... Ja, bin ich mal gespannt, wie wir uns jetzt hier schlagen werden. Also das ist jetzt wirklich... Es ist jetzt... das ist nämlich tatsächlich wirklich... sehr interessant. So, was haben wir denn hier? Ach, hier können wir diese Raumkapitol... Aha! Wir werden angegriffen. Die Erde greift uns an. Und wir haben hier aber zum Glück unsere Geschütze. Guckt mal! Oh, 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 oh! Oh, oh, die haben da irgendwelche Einheiten oder so. Das ist das Raumkapitolschiff. Ekelig. Na gut. Das heißt, wir müssen hier Lasertürme aufbauen, wieder nach wie vor, ne? Kannst du nicht mithelfen? Doch, du kannst mithelfen. Um Himmels Willen. Schau euch diese Teile an. What? Wo kommen die denn her? Oh, das ist jetzt interessant. Oha! Oha! Wie viele Mannequin? Wie viele Mannequin, ey? So. Okay, sehr gut. Die kriegen wir aber platt. Ah, danke schön. Die kriegen wir zum Glück platt hier. Da, bam. Und, können wir einfach die 5 Panzer da hinstellen, ne? Genau, wenn hier... Ah, guck mal, ja. Guck mal, können wir einfach da so drüber fahren hier. Die Mannequin, die haben keine Chance normalerweise gegen Panzer. Tatsächlich nicht. Okay, hier sind noch mehr Sturmtruppen. Beziehungsweise Wachposten. Ist noch einer. Okay.
positiv. Ah, was ist das? In der Raumbasis, oha. Okay. Raumkapitolschiff, ja. Da kommen die ganzen Minniken immer her, ne? Alles klar, aber wir haben... Der kann nämlich das hier reparieren. Okay. Das heißt, wir brauchen... das ist ein Autosave. Oh, Gott sei Dank. Ist nur ein Autosave, Freunde. Gut, aber wir haben einmal Gold hier. Das ist sehr gut. Ich würde dann aber auch ganz gerne... Können wir noch... Wir können. Okay, sehr gut. Dann macht das mal bitte hier so hin. So, wir minigen, okay. Ach, guck mal, wir haben sogar eine Selbstheilung. Ja, das ist... dann ist das natürlich genial. Wenn wir die Selbstheilung haben, dann ist das ja perfekt. Ah, das Krankenhaus ist das. Okay, was haben wir hier? Schadenskontrolle. Weltraumeinheiten Selbstheilung. Ja, mach das. Das nehmen wir gerne. Auf jeden Fall. So, dann haben wir hier 6. Hier haben wir 6. Jawohl. Freunde, das läuft. Na, die müssen doch hier vorne hin. Genau, dann, ja. Dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht es tatsächlich sehr gut hier. Langes Wochenende, tatsächlich mit Feiertag. So. Und, ja. Gucken wir mal, ne, wie sich das jetzt hier darstellt. So, machen wir mal bitte 3 Türme hier oben hin. Dann können wir nämlich tatsächlich die Minniken erstmal, Minniken sein lassen. So. Wir bauen weitere. Wir bauen Ares-Roboter. Endlich können wir Ares-Roboter bauen. Nee, das gibt's ja wohl nicht. Hä? Was macht ihr? Du bist noch zu viel. Okay, cool. Dann machst du mal bitte. Wir werden angegriffen. Shit. Wir brauchen Kohlenstoff. Och nein! Och, ihr nervt doch, Leute. Jetzt mal wirklich. Ja. Wir brauchen Kohlenstoff, ne? Wo kriegen wir jetzt Kohlenstoff her? Ist jetzt die Frage. Wo kriegen wir Kohlenstoff her? So. Dann fahrt ihr mal bitte nach da oben. So. Genau, macht die bitte direkt platt. Die Penner. Die Penner von der Erde. Es geht noch nicht mal gegen Russland. Es geht noch nicht mal gegen Russland. Okay. Das ist tatsächlich sehr indirekt mit Russland. Okay. Höchst interessant, tatsächlich. Aber gut, dann ist das halt so. Ja, wie gesagt. Freut mich, dass ihr dabei seid. Bei Empire Earth, wie wir es endlich zu Ende bringen. Und ja. Warum ist der eigentlich noch hier unten? Gehst du gefälligst mit? Genau, und wir haben hier die Wächter. Haben eine Kaserne und können Cyborg-Ninjas bauen. Ja, yeah, das sieht cool aus. Aber tatsächlich werde ich da erstmal drauf verzichten und sondern die... Ah, wobei... Sollen wir die Kapitole wirklich platt machen? Ah, guckt mal. Da sind sie wieder, die Mediken. So, ja. Genau, zieh du alles Feuer auf dich. Dann können wir dich nämlich in das Krankenhaus schicken. Ja, sehr cool. Ah, die kommen hier mit komischen Verstärkungen an. Ja, okay. Dann macht die halt platter. Die brauchen 3 Panzerschuss. Meine Güte. So, aber der ist voll aufgeheilt. So. Ich meine, wir spielen es auf normal, ne? Und, ja, das könnte ein bisschen... Also ich glaube, diese Mission könnte Zeit dauern. Weil es wirklich die allerletzte Mission des ganzen Spiels ist. So. Aber, hey. Dafür spielen wir es doch, ne? Damit wir ein bisschen Spaß haben hier. So.
Wir brauchen... Ah, wir können Zeus bauen, guckt mal. Aber die sind halt auf dem Boden. Hier sind unsere beiden Generäle. Khan Sundo. Und hier der, Butakwai. Okay, ich denke mal, wir werden auf Cyborg-Ninja setzen. Beziehungsweise einen werde ich mir mal holen. Aine, sie ist, glaube ich, eine Frau. Und, die machen mal bitte mehr Schaden, können mehr aushalten. Ja, gut. Heilige Scheiße. Da kommen sie schon wieder da. Können mal bitte mehr aushalten. Und, höhere Reichweite. Die kommen da irgendwie im Minutentakt an, kann das sein? So, und einmal mehr Reichweite. So, die Panzer muss ich unbedingt, ja, schützen. Das sind die einzigen Centurions, die ich hier kriegen werde. Die sind ganz schön gemein. So, was ist das? Logikbombe. Ah, ja. Okay. Logikbombe. Und da können wir das auf einen Kapitol machen. Ja, okay. Damit die gezwungen werden, für uns zu arbeiten. Okay. Ja, ich verstehe schon. So, brauchst du gefälligst weiter? Was ist denn hier los? So, du stellst dich mal... So, da bin ich wieder. ja, Frau war kurz da. So, da bauen wir mal weiter unsere lieben Ares-Roboter. Jawohl, Freunde. Ah, ich freue mich so, dass wir wirklich jetzt hier endlich mal unsere Ares-Roboter zur Verfügung haben. So, ich wollte schon sagen, wir können doch hier weiterbauen. Jawohl, schaut euch das an. Würde ich aber sagen, bewegt ihr euch mal bitte ein bisschen weiter nach vorne. Könnt ihr den Bürger hier schützen, bis er seinen Turm fertig baut. Und weiteren Ares-Roboter. So, ja, da kommen sie nämlich schon, seht ihr? Die schießen nämlich voll auf meine Bürger, ihr seht das, ne? Ja, ja, die Penner. So, dann los, ihr Erdenbewohner. Ja, und weg damit. Und das war's. Sonst können wir hier relativ wenig aufbauen, ne? Ach, aber guckt mal, der Weg hier, der ist ja schon vorgezeichnet. Schaut mal. Ist ja schon vorgezeichnet, dass man da drauf was bauen kann. Okay. Das heißt dann aber auch, der wird gleich fertig sein. Das heißt, dann können wir die Panzer wieder hier unten hinziehen. Die bitte mit mehr Reichweite. So, okay. Ach, wir können hier auch noch einen. Ja, dann macht da noch einen. Ist ja okay. So, wie viele von denen haben wir mittlerweile? Joa. Ist schon ganz schön ordentlich. So, die können wir ein bisschen mal die Karte erkunden. Hier unten ist Kohlenstoff. Sehr gut. Habt ihr Flugabwehr hier? Ich glaube nicht, oder? Ah nein, okay. Aha. Da können wir die schon kaputt machen hier. Ja, ist doch super. Russland. Ah, da ist also Russland. Okay. So, dann. Hallo hier. Mach doch das kaputt. So. Meine Fresse, was halten diese Ares, diese Zeus-Roboter aus? Ah, es sind auch Zeus 2, deswegen. Okay. So, aber das können wir gerne so machen, so platt machen. Ja, wunderbar, Mensch. So, das heißt hier. Den weg, den weg. Um Himmels Willen, Sturmroboter. Weg damit. Puh, da ist auch noch einer. Verdammt, nein. Sturmroboter, schnell weg. Puh, danke. So, die Bürger lasst ihr mal bitte. Ah, die Bürger lasst ihr mal bitte. So. Dann fahrt mal zurück und mach mal bitte mit dem Cyborg-Ninja hier. Wo ist er? Wo ist er? Da. Ei? Ja, genau. Ja, sowieso. Sowieso. So. Machen wir die mal ein bisschen schneller hier. 12 ist schon extrem lahm, muss man sagen. Extrem lame.
So, dann Ei. Dann lass mal, reicht. So, dann eine Logikbombe, ne? Dann mach das mal. So. Damit die sich uns anschließen. Jawohl! Schaut euch das an. Unsere Einheiten sind siegreich. Port Tschernobyl hat zugestimmt, unserer guten Sache mit Bodentruppen zu helfen. Sehr schön. Wunderbar. Zum Glück haben wir die Sachen nicht kaputt gemacht, ne? Hi. Eliminationsmatrix kodiert. Schutz zu jedem. Wir werden angegriffen. Ja, okay. Ah ja. Okay. Ja, natürlich ist mein Bürger kaputt, ne? Mit Bodentruppen. Ja, aber was denn für Bodentruppen? Die tun uns jetzt zumindest schon mal nichts mehr, ne? Das ist schon mal viel wert. Der Geist in der Maschine. Ja, ja, schon klar. Schon klar hier. Gut, dann gehen wir mit denen mal weiter. Und zwar in die Richtung. Das heißt, die werden uns jetzt hier nichts mehr tun. Das ist doch schon mal sehr, 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 sehr gut zu wissen. So, dann haben wir jetzt noch 3 Minuten. Vielleicht schaffen wir das in den 3 Minuten ja noch, die Roten hier für unsere Sache zu gewinnen. Wer weiß. Wer weiß, Freunde. Das wäre doch schon mal eine coole Sache. So, wow, wow. Was ist mit euch los hier? Wow. So. Der Geist in der Maschine. So, dann haben wir jetzt hier Tschernobyl oder was das ist, ne? Oder? Nochmal Russland oder was? Was ist das hier, der Rote? So, dann... Oh, hier sind direkt Bürger. Ah, okay, Moment. Die Bürger lasse ich am besten am Leben. Vereinigte Staaten? Ah, okay. Interessant. Ach, hier ist ja gar nichts. Guckt mal. Ist ja nur das hier. Ist ja nur das hier, okay. Stinger-Soldat. Mach das hier. Och nö, und schon wieder so ein blöder Zeus. Die halten so viel aus, die Dinger. So. So, lass die Bürger am Leben, bitte. Wo werden wir denn die ganze Zeit angegriffen? So, na gut, dann kannst du bitte hier nochmal eine Logikbombe drauf. Ah, okay. Die haben einen Turm da platt gemacht. So. Jawohl, Freunde. Das haben wir noch geschafft hier. Unserer Sache angeschlossen. Ihre mobilen Einheiten werden sich in Kürze mit unseren zusammenschließen. Sehr schön. Das heißt, wir haben die ersten beiden Provinzen an uns gebracht. So muss das sein, Freunde. Oh, noch eine Katze. Sehr schön. In unserem eigenen Haus herrscht Ordnung. Wir sollten unser Hauptaugenmerk auf den Himmel richten. Der Mars muss uns unterstehen. Meine Familie und meine Vorväter haben Phobos immer als heimatlichen Boden betrachtet. Sollte das heute nicht mehr zutreffen? Und wenn damit auch noch andere Ziele erreicht werden, umso besser. Nein, Phobos gehört uns. Einfach mal so. Phobos gehört uns. So, was sollen wir jetzt machen? Übernehmen Sie Phobos, um sich langfristig mit Ressourcen zu versorgen. Okay. Das kriegen wir hin. So, da kommen Einheiten. Ja, sehr schön. Nice. Hi. Ich werde der Geist in der Maschine sein. Verstärkung ist eingetroffen. Ah, geil. Guckt mal hier. Wunderbar. So muss das laufen, Freunde. So muss das laufen. Gut, aber dann würde ich vorschlagen, wie wir auf Phobos übersetzen. Sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.